Lang ist her, dass ich einen Krimi gelesen habe. Ich mag keine Krimis. Aber dieser hier wurde mir jetzt quasi zwangsverimpft. Aber war er denn gut? Darum geht's in diesem Video. Hi, mein Name ist Tim. Ich lade auf diesem Kanal hauptsächlich Buchvorstellungen, aber auch sämtlichen anderen Stuff zu Büchern hoch. Hin und wieder auch mal eigene Kurzgeschichten. Wenn dich das also interessiert, lass doch gerne ein Abo da und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Heute geht es um dieses Buch Mord im alten Pfarrhaus und was ich mit zwangsverimpft meine ist, dass es mir geschenkt wurde und ich daher besonders den Anspruch hatte, es zu lesen, und dann ist es auch noch ein Weihnachtskrimi und ich hatte also noch mehr das Bedürfnis, das jetzt zu lesen und nicht erst in einem halben Jahr, wenn halt einfach noch Weihnachten ist. Ich kann sagen, mit Weihnachten hat es halt nicht viel zu tun. Es spielt halt an Weihnachten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte es auch zu jeder anderen Jahreszeit lesen können. Das kann ich aber schon mal vorweg sagen. Ich habe ja vor dem Intro schon angedeutet, dass ich eigentlich keine Krimis mag. Aber diese Einstellung ist mir dieses Mal so ein bisschen zum Verhängnis, glaube ich, geworden. Dadurch, dass ich so diese pauschale Aussage in meinem Kopf schon habe, ich lese keine Krimis mehr, ich mag keine Krimis, habe ich halt gefühlt 10 Seiten gelesen und hatte schon das Gefühl, ich hab's dir doch gesagt, lieber Tim, ich mag keine Krimis, leg den weg. Jetzt habe ich später nochmal angefangen und habe es auch noch zu Ende gelesen, weil es dann doch ganz gut war. Das heißt, manchmal sollte man sich vielleicht doch nicht von so pauschalen Denkblockaden behindern lassen und es vielleicht doch einfach nochmal versuchen. Und ich glaube, was hier mir sehr geholfen hat, war einfach, dass das Buch so dünn ist. Es ist echt nur 300 Seiten lang. Die anderen Krimis, die ich oft gelesen habe, waren halt dann dicker und dann finde ich einfach ganz oft diese Ermittlungsarbeit langweilig. Das war jetzt hier nicht der Fall, weil einfach alles schön kurz und knapp war, außer der Anfang so ein bisschen. Der hat halt sich ein bisschen gezogen, bis da wirklich der Mord geschehen ist und alle Charaktere vorgestellt waren. Ist schon ein bisschen vergangen. Aber gut, erstmal zum Inhalt des Buches, was ich vielleicht am Anfang mal hätte klären sollen. Es geht um eine Familie in diesem Buch, bestehend aus George, dem Pfarrer des Dorfes, und seiner Frau Marian, die beide eine Tochter namens Joanna haben, die aber schon auch wiederum verheiratet ist mit einem Arschloch namens Graham, der sie wohl regelmäßig verprügelt, weshalb Joanna ihn auch eigentlich schon verlassen hat. An Weihnachten kommt er allerdings zurück angekrochen, will Joanna zurückgewinnen und wir merken schon direkt, im Grunde die ganze Familie hasst diesen Typ. George hat natürlich logischerweise einen Hass auf ihn, weil er seine Tochter krankenhausreif geprügelt hat. Marian, die Mutter von Joanna, aus dem gleichen Grund. Und Joanna hat jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis, zu ihm zurückzugehen. So, ne? Kann man ja noch nachvollziehen. Ne? Später am Abend ist dieser Graham dann plötzlich mausetot. Und man denkt sich, wer aus dieser Familie war das? Die haben doch alle ein ziemliches Motiv. Und darum geht es dann in diesem Buch. Wir lernen dann noch Judy und Lloyd kennen, das Ermittlerduo, was sich dann um diesen Fall kümmert. Und die haben auch noch ein geheimes Verhältnis miteinander. Judy ist verheiratet mit Michael, hieß er, glaube ich. Der spielt allerdings keine Rolle. Das ist so eine Scheinehe. Sie wollte einfach jemanden heiraten, um verheiratet zu sein. So, das könnt ihr selber rausfinden. Und hat halt dieses geheime Verhältnis mit Lloyd, der allerdings mehr will. Er will halt Judy nicht teilen. Er will nicht im Geheimen mit ihr zusammen sein, sondern er will, dass es alle wissen. Dann, was ich noch zu den Figuren sagen kann. George ist ja, wie gesagt, der Pfarrer, also der Vater von Joanna. Und er ist Pfarrer des Dorfes, der allerdings kein Pfarrer sein will. Und das ist was ich an diesem Buch auch irgendwie mag. Es geht halt einfach nicht nur um diesen Fall, es geht auch so ein bisschen um die Figuren. Das sind interessante Figuren. Wir haben hier einfach einen Pfarrer, der im Heimlichen, im Verborgenen gar kein Pfarrer sein will, der sich unglaublich schwer tut, sich irgendwas für seine Predigten aus den Fingern zu saugen. Und der auch insgesamt einfach sehr viele unpfarrerhafte Charakterzüge hat. So fühlt er sich halt auch im Geheimen zu einer anderen Frau hingezogen, mit der er schon so halb ein Verhältnis hat. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Und noch dazu kommen dann eben Lloyd und Judy, die unsere Ermittler sind, aber halt auch noch ein bisschen eine Tiefe haben. Joanna und Marian, also Joanna ist die Frau von Graham und Marian die Mutter, die haben halt beide jetzt eher weniger, was man da erwähnen könnte, und auch die anderen Figuren, die noch vorkommen. Aber grundsätzlich finde ich das interessant. Das hat mich immer noch mehr, noch ein bisschen zusätzlich unterhalten zu diesem eigentlichen Fall, der ja in dem Buch vorkam. Wie schon kurz angedeutet, fand ich eben an diesem Buch sehr gut, dass es so kurz gehalten ist. Ich sage immer, in der Kürze liegt die Würze. Es ist kurz und knapp gehalten. Bei so einem Krimi, glaube ich, ist das für mich echt gut. Ich lese
zwar sehr gerne bei Stephen King die unglaublich dicken Schinken, aber das sind für mich keine Krimis. Die lese ich nicht wegen dem Fall oder der Ermittlungsarbeit. Ich will bei einem Krimi einfach nicht diese Ermittlungsarbeit, die sich unglaublich zieht. Hier war das aber schön kurz und knapp. Wir haben den Fall, wir haben ein bisschen rumüberlegen, ein bisschen ein paar Wendungen und so. Wir haben noch ein bisschen was nebenbei von den Figuren, die eine Tiefe haben. Und dann irgendwann kommt eine Auflösung und ein Ende. Und dann war das schön und gut. 300 Seiten hatte das Buch insgesamt. Ohne jetzt viel zu spoilern, kann ich sagen, dass das Ende von diesem Buch definitiv gut war. Es war sehr befriedigend. Es war ein bisschen um die Ecke gedacht. Ich vermute mal, dass es nicht 0815 irgendwie war, wie man das bei einem Krimi vielleicht erwarten würde. Ach ja, ist ja klar, dass wieder so und so. So, aber da habe ich natürlich eher weniger Ahnung, weil ich jetzt echt kein Krimi-Experte bin. Ich habe keine Ahnung, wie ein 0815-Krimi-Ende ausschaut. Aber bei dem hier hatte ich echt das Gefühl, cool, das ist, da steckt einfach eine Idee dahinter, eine coole Auflösung und das fand ich super. Ich glaube, dass es bestimmt was für Agatha Christie-Fans ist. Nicht, dass ich jetzt so viel Agatha Christie kenne, dass ich das einschätzen könnte, aber ich habe bei den Recherchen rausgefunden, dass es ein Buch gibt von Agatha Christie, was halt Mord im Pfarrhaus heißt und selbst innerhalb dieses Buches, innerhalb der Geschichte, gibt es von Lloyd, dem einen Ermittler, eine Anspielung darauf, der halt auch dann Witz drüber macht, so, ach, ein Mord im Pfarrhaus, ja, da könnten wir uns jetzt unseren eigenen Agatha Christie-Fall bauen. So, also, weiß nicht, wenn da jemand von euch Agatha Christie-Fan ist, der hat das wahrscheinlich selber schon gecheckt, aber anhand vom Titel, keine Ahnung. Ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen für jeden, der Krimis mag, für jeden, der Agatha Christie mag, das gehört ja irgendwie auch zusammen, wie auch immer. Ich kann es aber auch empfehlen für Leute, die vielleicht nicht so sehr Krimis mögen, wie mich zum Beispiel. Aber ich habe mir jetzt schon für 2022 das Ziel gesetzt, einen weiteren Krimi zu lesen, obwohl ich ja eigentlich keine Krimis mag. Ja, liebe Leute, das war's wieder mit dem Video. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazulassen, wenn es euch gefallen hat und in die Kommentare zu schreiben, was euer Senf dazu ist und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann haben wir hier noch eine Playlist und ein Video oder andersrum, keine Ahnung, und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.